Ey. Na, liebe Leute, so ein weiterer Part Minecraft. Yeah. So. Wow. Ja, die Höhle. Genau, unsere Höhle. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich gesagt habe, was ich im letzten Part machen möchte. Quatsch, jetzt in diesem Part machen möchte. Aber es sieht mir gut aus. Es sieht hell aus. Wie wäre es, wenn wir erstmal wieder... Wir haben eine Menge Stein. Wir haben eine Menge Stein. Das werden wir jetzt erst einmal wegpacken. Denn... Das werden wir sicherlich alles noch brauchen irgendwie. Früher oder später. So. Ja, früher oder später werden wir es auf jeden Fall alles brauchen. Und... es wird auch auf jeden Fall noch mehr dazukommen. Das weiß ich jetzt auch schon. Erde. Auch Erde? Erde, so. Eisenerz. Genau, wir könnten jetzt erstmal gleich ein paar Sachen schon mal herstellen. Andesit. Wow, wir haben so viele verschiedene Sachen jetzt schon. Ich komme gar nicht mehr damit klar. auch wir haben noch Steinäxte. Das ist gut. 3 Stück. Die werden wir jetzt nutzen. Die sehen immer sehr, sehr creepy aus, die Viecher. Aber okay. Ich habe übrigens im letzten Part gemerkt... ja, ich müsste jetzt eigentlich hinhauen. Ich habe mir den letzten Part nochmal angeguckt. Und da habe ich den gesehen. Ja, damn, es klingt ziemlich komisch. Beziehungsweise, ich bin ziemlich leise. Nee, nicht ich, sondern die Musik war sehr laut und das Spiel war sehr leise. So meine ich das. So, und ich fand das persönlich nicht so gut. Das bedeutet so viel, wie ich habe jetzt mal versucht, das Spiel wieder ein bisschen lauter zu machen. Für diesen Part jedenfalls. Ich denke mal, ich nehme jetzt 3 Parte auf. Dementsprechend werden jetzt die nächsten 3 Parte gleich ziemlich ähnlich sein. Und mal gucken dann, wie wir denn das hinbekommen, ne? Also auf jeden Fall fand ich den Sound insgesamt nicht schlecht. Ich habe ja eure Kommentare jetzt auch gelesen. Danke nochmal an alle, übrigens, die hier fleißig kommentiert haben. Ich habe sogar sehr viele Kommentare bekommen, meiner Meinung nach. Worüber ich mich sehr gefreut... Was bist du denn für einer? Auf jeden Fall habe ich mich darüber sehr gefreut. Okay, ja, ich habe mich darüber sehr gefreut. Deswegen habe ich jetzt rausgehört quasi, dass ihr der Meinung seid, dass der Sound in Ordnung ist. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir das auch so halbwegs. Verbessern kann man sich ja immer irgendwie. Das heißt, wenn irgendjemand mal irgendwie ein Vollprofi dabei zuguckt und sagt, boah, Alter, was machst du denn? Du kannst doch nicht... Keine Ahnung, du benutzt das falsche Programm, du benutzt falsche Aufnahmemethoden, du machst das und das falsch. Jederzeit, Leute, jederzeit dürft ihr mir gerne Feedback geben. Dazu fällt mir was ein, und zwar, ich habe ein Video gemacht, beziehungsweise ich habe ein Video hochgeladen in verschiedene Minecraft-Gruppen, aber auf Facebook. So, und da habe ich dann nachgefragt, so Leute, bitte gib mir Feedback. Erzählt mir ruhig, wenn ich irgendwas scheiße gemacht habe, wenn ich irgendwas verkehrt erzählt habe, sonstiges. Könnt ihr mir alles jederzeit gerne erzählen. So. Also ich wollte Feedback haben, im Sinne von, was genau mache ich falsch, was genau mache ich richtig? Ist die Soundqualität in Ordnung? Ist die Musik zu leise, zu laut? Ist das Spiel zu leise, zu laut? Und so weiter und so fort. Das ist Feedback. So, und dann kann man noch seine eigene Meinung hinterher hinzugeben. Meiner Meinung nach ist das Spiel zu laut, meiner Meinung nach ist die Musik zu laut. Sowas kann man dann machen. Das ist Feedback. So, da wollte ich Feedback haben in dieser Gruppe. Wie gesagt, habe da mein Video reingepostet und dann kam jemand auf die Idee, da unterzuschreiben. Also im Ernst? Hör auf. Und da dachte ich mir dann so, oh, das ist ein gutes Feedback. Also ohne irgendwie überhaupt irgendwelche Informationen oder sowas. Einfach nur, hör auf. Er hatte noch dazu geschrieben, was war das? Gronkh ist durch Minecraft groß geworden und viele versuchen jetzt ihm nachzueifern, bla 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 bla, Sülz. Also quasi, das sind dann nochmal, ein bisschen ausformuliert und so weiter. Ich bin mir dessen bewusst, es gibt unendlich viele Minecraft-Let's Player. Ich bin aber kein Minecraft-Let's Player, sondern ich bin Let's Player. Ich Let's Player. Alles Mögliche, was mir gefällt. Das ist das Wichtige, meiner Meinung nach. Ich möchte das konstant halten. Also, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, es gibt mal Tage, an denen ich kein Video hochlade. Ja, es tut mir auch leid, aber ich denke mal, es gibt zu diesem aktuellen Zeitpunkt auch keiner, der jeden Tag darauf wartet, na, wann lädt ihr denn das nächste Video hoch? Ich glaube, solche in Anführungsstrichen Fans oder Zuschauer
habe ich nicht. Dementsprechend denke ich, ist das in Ordnung, wenn ich dann mal einen Tag Pause mache, beziehungsweise mal einen Tag kein Video habe. Denn ich habe tatsächlich auch, ja, ich bin zurzeit, wirke ich nicht wirklich viel, habe aber dennoch Termine. Ich muss hier und da überall mal hin und dementsprechend habe ich auch nicht immer wieder Zeit, Videos zu machen und Videos hochzuladen und so weiter und so fort. Dementsprechend, ja, kann es halt auch mal sein, dass eben, wie gesagt, einen Tag lang kein Video kommt, achso, geht auch so, keine Videos kommen. Meiner Meinung nach ist das aber auch nicht besonders schlimm. Wenn es jedoch jetzt hier Leute gibt, die sagen, oh, ich will aber jeden Tag meine volle Ladung Dreh haben, das ist kein Problem. Sowas darf man dann auch gerne immer in die Kommentare schreiben. Sobald irgendwas ist, immer in die Kommentare. Ich glaube, man kann auch Nachrichten auf YouTube schreiben. Wer mir nicht so lieb, es sei denn, man hat wirklich eine ganz, ganz private Frage. Aber ich denke mal, sowas dürfte eigentlich nicht auftreten. Dementsprechend, immer wenn irgendwelche Anliegen da sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde mich dann, so gut es geht, auf jedes Kommentar, also zur Zeit ist es ja wirklich einfach, auf jedes Kommentar einzugehen, weil ich würde sagen, ich habe jetzt so im Schnitt 5 Kommentare, vielleicht ein paar mehr, unter jedem Video. Und erstmal freut mich das. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Kommentare bekomme. Also erstens das und zweitens, ja, kann ich so, weil durch diese, ich sag mal, geringe Menge noch, kann ich auf die ganzen Videos eingehen. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr gut, wenn man dann, ja, irgendwelche Wünsche hat, wie gesagt. Oder Ideen. Vielleicht, ihr könnt natürlich auch, beispielsweise sagen, von wegen, ja, hier, Dreh, könntest du mal bitte, dieses und jenes Spiel let's playen. Das ist auch kein Problem. Also sowas könnt ihr auch gerne unterschreiben. Also wirklich, egal was es ist, ihr könnt jederzeit da unterschreiben und, solange es kein Spam ist, also ich habe ja mitunter schon Spam-Nachrichten bekommen, von wegen, hey, ich fand das Video richtig cool. Guck doch mal auf meine Seite nach. Ja. Also so Abo für Abo ist halt... Ah, okay, dazu komme ich. Nee, das kann ich jetzt auch jetzt erzählen. Also, ich bin in einigen YouTube-Hilfegruppen dabei. Also, so viel wie... ja, da sind größere YouTuber dabei, die dann sich Videos angucken und sagen, boah, der gefällt mir ziemlich gut, da kann ich ja mal Werbung machen oder machen wir mal gemeinsam was. So gemeinsame Sache und sowas. Super Sache an sich. Also das bedeutet so viel wie, es ist ja immer Geschmackssache, was einem gefällt und was nicht. Und wenn da jetzt ein großer YouTuber dabei ist und der sagt so, boah, also hier Frosch XY, ne, der macht so geile Videos und ist so lustig drauf und so bekloppt, der passt echt so gut zu mir und ich möchte, dass er weitermacht und mache ein bisschen Werbung für ihn und sowas, finde ich halt, das ist eine super Sache. So kriegt man, können halt auch kleine YouTuber, die echt was drauf haben, können dann gesehen werden, sozusagen. Und das finde ich, ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Ja, ich muss was essen. Ich will hier nicht verrecken hier. Oh, warte, wir haben gar nichts mehr. Doch, Äpfel haben wir noch. Und Pilze. Oh Gott, ich hoffe, ihr könnt Pilz essen. Oh, Äpfel sind gut. Ja. So kann man halt, ich sag mal, mehr oder weniger groß werden. Beziehungsweise neue Zuschauer bekommen und so. Und das finde ich halt sehr, sehr gut. Und das ist halt auch wichtig, wie gesagt, für uns kleine YouTuber. Denn, ja, nur so kann man dann auch mehr Zuschauer erreichen. Ja, das Problem ist nur, dass es jetzt da viele, viele Leute gibt, die das irgendwie, das Prinzip falsch verstanden haben, würde ich mal sagen. Denn die fragen nicht nach, also ich mache das so, ich gehe in diese in eine dieser Gruppen rein, poste mein Video, schreibe, was darin vorkommt und kann nichts sehen. Ja, poste dann mein Video rein, schreibe, was darin vorkommt und sage dann, ja, ich habe jetzt das und das vor. So, und das ist Werbung machen. Ich mache quasi Werbung für mich. So, aber da gibt es halt, wie gesagt, viele Leute, die dann ihren Kanal reinschreiben und sagen, könnt ihr mich bitte abonnieren, ey? Oder, hey, wenn ihr mich abonniert, ne? Ich abonniere euch auch. Oder mit irgendwelchen Fake-Accounts, da sind dann irgendwelche übertitionale Frauen, die dann, weiß ich nicht, also mindestens 3-fach D haben. Und dann, ja, hey, mein Kumpel, ne, der ist voll cool drauf und voll lustig und, wäre cool, wenn ihr ihn abonniert, ich abonniere euch dann auch und er abonniert euch auch, denn, und jedes Abo bringt euch dann 10 Abos zurück und so, ja, also, ich meine, man hört dann natürlich jetzt schon draus, dass das einfach nur Fake ist,
für die normalen denkenden Menschen. Aber die, wie gesagt, die haben das Prinzip falsch verstanden. Die denken nämlich, ich abonniere die und die abonnieren mich. Und wenn ich das dann 1000 Mal mache, dann habe ich 1000 Abos und bin ein großer YouTuber. Das ist falsch. Weil, naja, wenn ich jetzt jemanden abonniere und der kann, naja, ich mag seine Videos einfach nicht, dann ist es doch, dann würde ich doch einfach seine Videos nicht angucken, ob ich nur abonniert habe oder nicht. Also so ein Abo bringt halt da in dem Sinne nichts. Abos an sich bringen einfach nichts. Es sind eigentlich das, was wichtig ist. Oh. Ja, was wirklich wichtig ist, sind die, oh Gott. Sind die Views auf den einzelnen Videos. Also wenn ich jetzt ein Video habe und da sind, Moment, so. So. Wenn ich jetzt ein Video habe, eines meiner Minecraft-Videos zum Beispiel, und ich habe durchgehend, oder allgemein bei meiner Minecraft-Reihe jetzt, ich habe auf jeden Video 100 Views, dann habe ich jetzt schon, muss ich traurigerweise sagen, mehr als die meisten YouTuber mit 1000 und 2000 Abos. Da sieht man richtig, dass sie gekauft wurden. Oder durch Abo und Abo bekommen, also dass sie das dadurch bekommen haben. Es bringt einfach nichts. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken. Was dabei rauskommen soll. Aber nun gut. Wir haben noch Eisennetz, warum geht das jetzt nicht? Warte mal. Wie habe ich das nochmal gemacht? Das hatten wir doch schon. Wieso geht das jetzt nicht? Warum? Ach so, ja, stimmt. Wir brauchen ja die Schmiede. So war das ja. Oh Gott, wie stellen wir denn die Schmiede nochmal her? War das hier? Und dann aus Bruchstein oder sowas? So? Nö. Ja. so? Nee. Ja, jetzt weiß ich wieder. Das war doch hier drin. Und dann habe ich... Ups, oder? Das war hier drin. Und ich glaube hier so rum oder so war das, ne? Ja! Da haben wir den Ofen. Genial. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Ah ja, genau so. Tja, du kannst uns nichts, mein Freund. Und dafür haben wir nämlich unsere Höhle gebaut. Also, wir bauen jetzt hier erstmal so unsere Sachen hin, dass wir hier jederzeit rankommen können. Warte mal. Wir brauchen ja gar keinen Ofen. Was erzähle ich denn dafür ein Mist? Ich habe zwar jetzt einen Ofen, aber ich habe doch hier... Warte mal, so. Wieso geht das jetzt nicht? Das geht doch vorher auch, oder nicht? Oder bin ich jetzt bekloppt? Oder muss ich jetzt das Eisen irgendwie nochmal umbauen? Was haben wir das letzte Mal auch hinbekommen? Also, wollt mir jetzt... Kann mich doch jetzt nicht verarschen. Warte mal, was kommt da jetzt raus? Da kommt raus... Eisenbarren. Okay. Einen Moment, das macht... Warte mal. Achso. So, Erfolge Schiel. Das ist cool. So. Ah! Okay, gut. Was heißt... Oh, wir haben uns wieder weggeworfen, unsere Sachen. Wir brauchen das nicht mehr. Das kommt dahin und das kommt dahin. So, und dann wird das jetzt umgebaut zum Eisen. Perfekt. So, dann können wir hier noch unser Zeug wieder reinschmeißen. Ich würde sagen, die Äpfel behalten wir mal, falls wir irgendwann Hunger bekommen und ich unbedingt irgendwas naschen muss. Holz haben wir jetzt auch erstmal wieder ewig viel. Wir haben ja einige Häuser einige Bäume abgeholzt. Diorit. Oh, schön. Kann man das zumindest mal so ein bisschen hier stapeln und sowas. Bruchstein. Was ist das hier? Das hatten wir doch irgendwo hier. Da. So, was haben wir hier? Erde, Granit. Granit können wir da wieder mit hinpacken. Perfekt. Dass wir das zumindest so ein bisschen aufgeräumt haben hier. Das ist wichtig, finde ich. So, jetzt haben wir unsere Eisenbarren. Jetzt können wir die Stöcker hier übereinander hauen. Und dann machen wir das so. Wow, wir haben wirklich nicht wirklich viel, ne? Ich würde fast schon sagen, dass wir hier von zwei holen sollten. Ja.
Wir nehmen zweimal die Eisen-Pickaxe, weil wir sehr, sehr viel damit arbeiten müssen. Wir müssen ja noch eine Menge aushöhlen hier, wie man sehen kann. Und damit wir das hinbekommen, brauchen wir definitiv unsere Eisen. Wow. Wow. Ich liebe das Ding jetzt schon. Das ist so super schnell. Da oben ist Kohle. Das hatten wir, das glaube ich, das letzte Mal schon, ne? Gesehen. Okay. Dann hauen wir jetzt mal hier Erde. So. Und nun? Aus. Bodeljungs. Weil Kohle ist, das brauchen wir halt immer, ne? Das ist wichtig. Also wenn ich jetzt mal so sehe, wir brauchen das allein schon zum Heizen unserer Öfen. Dann müssen wir hier definitiv mehr davon ausgraben. So. Oh, da ist ja noch mehr. Dann können wir das jetzt gleich wieder zumachen, damit wir ja... Oh, ich kann gar nichts sehen hier. Ein Moment. So. Ja. Da ist jetzt nichts mehr, oder? Ah, sieht clean aus. Gut, dann können wir da jetzt ja die Steine wieder hinschmeißen. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Oh. Ah, irgendwas gebrochen. Das mussten wir aber jetzt, weil ich habe vergessen, ich muss die Sachen ja auch einsammeln. Nicht, dass die gleich alle weg sind. So. Physics. Sehr gut. Ich kann das zwar nicht mitten in die Luft reinlegen, aber ich kann das so zwischendurch einfach mal machen. Ah ja, eventuell ist euch das aufgefallen. Ich habe neue... Warte mal. Da zwei... Nee, da... ich habe neue Musik. Ist das richtig? Nö, das ist zu. Das ist zu viel gewesen. Ja, ich habe neue Musik runtergeladen. Wie man jetzt eventuell hören kann. Das ist, klingt meiner Meinung nach ganz cool. Und, wir brauchen halt, ja, vor allem neue Musik. Also ich kann ja nicht die ganze Zeit die gleiche Musik, die hier abspielen. Immer wieder nur die gleichen 30 Lieder oder sowas. Das ist ja auch irgendwann langweilig. Ne? So. Ich glaube, das kann hier auch noch weg. Oh, da komme ich gerade nicht ran. Oder? Doch. Nice. Ja, im Übrigen, also ich würde sagen, ich erzähle euch immer so, was so Neues bei mir gerade los ist oder was ich gerade so mache, wenn ich dann Minecraft Let's Plays aufnehme, damit wir halt immer was zum Reden haben. Also aktuell bei mir, mein lieber... Manta. Oh, ich muss gerade überlegen, was ich jetzt sage. Ich will ja nicht seinen ganzen Namen hier erzählen. Jetzt hatte ich, oh, kurze Geschichte. Nee, wie erzähle ich das? Warum erzähle ich das am besten? Ja, ich mache das so rum. Und zwar, mein lieber Manta. Manta Trox heißt er auf Twitch. Super, super geiler Streamer übrigens. Oh, Licht. Super geiler Streamer. Und der hat vor allem ein guter Kumpel von mir. Ich habe ihn durch Streamen tatsächlich kennengelernt. Das ist wahnsinniges Glück gewesen. Der hat mir tatsächlich ein 3DS geschenkt. Ich wurde ja übers Ohr gehauen. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Okay, fangen wir da erstmal an. Noch schnell in diesem Part erzählen. Und zwar habe ich über eBay ein 3DS kaufen wollen. Ich habe ja aktuell nicht wirklich viel Geld, möchte aber ein 3DS haben. Ein 3DS XL. Das Problem ist nun, ich habe den gekauft für 100 Euro. Ich habe den nämlich irgendwie... gefunden auf eBay, dachte mir so, geiles Ding, das sieht ganz cool aus, ist auch relativ neu. Sah auch auf dem Bild so neu aus, im Titel stand neu 3DS XL. Dachte mir, ja, alles klar, den nimmst du, ne? Weil, bringt ja wirklich eine Menge dann, wenn du so ein gebrauchtes holst. Ein gebrauchten holst, weil dann spart man halt eine Menge, ne? Blub, 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 blub. So. Jo, das habe ich dann auch getan. Habe den dann erstmal unter Favoriten bei meinem Explorer gespeichert und habe dann später, ein paar Tage später, den halt gekauft. Also darauf geboten, 100 Euro. Ich dachte mir, naja, das ist relativ wenig, auch wenn er sehr neu aussieht.
Quatsch, gerade weil er so neu aussieht und so weiter, ist es relativ wenig, was ich da geboten habe. Aber eventuell kriegst du den ja. Ich habe den tatsächlich bekommen für 100 Euro, genau. Da hat eine andere Frau geboten, es war auch 100 Euro, aber erst nach mir, dementsprechend war, habe ich den für 100 bekommen. Sie hätte mich nämlich erst überbieten müssen. Ich glaube, mit 50 Cent hätte auch schon gereicht. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn bekommen. Und dann zwei Wochen später wurde mir der endlich mal zugeschickt. Das Problem war, es war nicht ein 3DS XL, der mir zugeschickt wurde, sondern nur eine Tasche und ein Ladekabel dazu. Da habe ich dann nachgefragt, warum schicken sie mir da nur ein Ladekabel und ne, also eine Tasche, das macht ja gar keinen Sinn. Weil, naja, so müssen sie mir jetzt zwei, so müssen sie mir dann ja zwei Pakete schicken. Das ist doppelten Versand, müssen sie dann ja bezahlen. Das ist ja Quatsch, dachte ich mir. Warum also nur eine Tasche plus Ladekabel? Ja, ich habe dann später, also ich habe dann nochmal geschrieben, darauf hat sie nicht geantwortet, dann habe ich ihr später nochmal geschrieben und dann habe ich nochmal, man konnte dann ja nochmal sich angucken, wie dann dieses, die Auktion aussah, genau, was sie, wie das da genau stand und so weiter. Das habe ich dann auch getan und habe dann rausgefunden, dass sie mich übers Ohr hauen wollte. Und das auf die billigste Art und Weise, indem sie, indem sie zwei Tage bevor die Auktion geendet hat, hat sie reingeschrieben, verkaufe nur Tasche und Ladekabel. Das ist natürlich nicht gültig, weil sie hat nämlich oben in der Beschreibung drin stehen gehabt, sie verkauft ein 3DS XL. Und als Bild hatte sie ein 3DS XL. So, deswegen hat sie mich versucht übers Ohr zu hauen, nun muss ich das bei eBay melden, bla bla Sülz. Und ja, weil mich das ziemlich genervt hat, weil erstens 100 Euro, jetzt muss ich warten, bis ich das irgendwann mal wiederbekomme. Und davon abgesehen, habe ich mich sehr auf mein Pokémon gefreut. Ich möchte nämlich gerne Pokémon spielen, wollen mir auch eine neue Edition holen und die rote Edition, weil Nostalgie-mäßig und sowas. Ging ja aber nun mal nicht, jetzt wie gesagt. Und Jonas, beziehungsweise Mantatrox, mein lieber Manta, hat mir jetzt einfach ein 3DS geschenkt. Seinen alten 3DS XL hat, dein 3DS hat er mir einfach geschenkt. Einfach so. Das fand ich sehr, sehr krass. Und dazu auch noch zwei Editionen. Und zwar Pokémon Weiß 2 heißt die Edition. Und die andere ist Omega Rubin. Omega Rubin? Ja, Omega Rubin. Ich verwechsel mal Omega und Alpha. Omega Rubin, also die neueste Edition quasi von Pokémon. Jetzt Ende 2016 kommt jetzt Sonne und Mond raus. Das ist ja die neue Edition, aber aktuell ist das die neueste. So, deswegen hat er mir extrem geholfen, einen großen Wunsch quasi erfüllt damit. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür, Manta. Ich wollte dir einfach nochmal so in dem Video jetzt dafür danken. Und was es damit gleich noch weiter auf sich hat, werde ich dir gleich erzählen. Dementsprechend, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.